Hallo und herzlich willkommen bei Schneegut und Günstig. Heute machen wir eine cremige Kräuter-Gemüsepfanne. Dafür waschen wir zunächst einmal das Gemüse gut ab und schneiden die Paprika in kleine Würfel. Dann geben wir Öl in die Pfanne, erhitzen es und geben die Paprika hinein. Als nächstes schneiden wir die Zucchini ebenfalls in kleine Würfel. Diese geben wir dann zur Paprika in die Pfanne. Immer gut umrühren. Und im nächsten Schritt die Champignons halbieren. Diese dann ebenfalls hinzugeben und immer wieder umrühren. Das Gemüse dann würzen mit Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum. Nachdem das andere Gemüse fast fertig ist, geben wir die Tomaten hinzu. Dann den Kräuterfischkäse dazugeben, gut umrühren, sodass er langsam schmilzt. Immer wieder gut umrühren und fertig ist unsere cremige Kräuter-Gemüsepfanne. Guten Appetit und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis nächste Woche.